Schubi, herzlich willkommen in Frankfurt. Dritte Station im Profigeschäft nach Dresden und nach Schalke. Welche Eindrücke hast du bisher von dem Verein in der letzten Zeit wahrgenommen? Ja, also angefangen natürlich in den letzten Jahren durch die Europacup-Spiele, die natürlich von außen schon mega zu betrachten waren, hat man das natürlich verfolgt. Ansonsten ja, hat man immer Frankfurt im Gedächtnis, was auch die Fans angeht. Herrscht auf jeden Fall immer gute Stimmung. Und ja, also ist ein Traditionsverein. Mhm. Passt zu meiner Visitenkarte, sage ich jetzt mal. Das stimmt tatsächlich. Du hast doch ganz gute Erinnerungen an die Eintracht, leider. Wenn ich mir ja, nein, da habe ich natürlich auch letztes Jahr mein Bundesliga-Debüt gegeben. Schade für euch, dass ich da die Null gehalten habe. Aber jetzt können wir gemeinsam die Null halten. Sehr gut, das hört sich gut an. Wie gehst du die Aufgabe an? Kevin Trapp ist ja hier als Nummer 1. Wie gehst du hier an diese Sache ran, an den neuen Club? Ich versuche mich dieses Jahr auf jeden Fall enorm weiterzuentwickeln. Natürlich auch versuchen, von Kevin Trapp was abzuschauen. Er ist ja auch Nationaltorwart, das ist jetzt auch nicht so verkehrt. Er hat auch viele Erfahrungen gesammelt und hoffe, dass wir einfach miteinander arbeiten, dass wir gemeinsam über Dinge, sag ich mal, diskutieren, was man verbessern kann. Und so kann sich jeder Einzelne, glaube ich, auch dann ich natürlich auch am besten weiterentwickeln, dass man eine gute Stimmung hat in der Truppe. Ist natürlich, oder habe ich schon gehört, ist vorhanden. Das stimmt. Als Torhüter ist ja immer was Besonderes, nicht nur seine Position, sondern auch die Beziehung zum Torwarttrainer. Hast du schon Kontakt zu Jan Zimmermann gehabt und was erhoffst du dir da? Ja, mit ihm habe ich schon ein paar Mal gesprochen. Waren sehr, sehr gute Gespräche, haben auch das eine oder andere Mal viel gelacht. Durch ihn habe ich so, oder hat sich herausgehört, sage ich jetzt mal, dass viel, viel Spaß in der Truppe sein soll. Natürlich auch fokussiert bei der Arbeit zu sein, dass man da natürlich auch einen klaren Plan oder ein klares Ziel hat. Aber trotzdem soll der Spaß nicht fehlen und ja, einfach Spaß haben und so kann man sich am besten weiterentwickeln. Super, dann wünschen wir dir ganz viel Spaß und viel Erfolg auf jeden Fall für die Spielzeit. Dankeschön, ich freue mich wirklich.